kleine Bube muss aufpassen. Viele Kinder verschwinden entführt. Kleine Bruder, sehr vorsichtig sein. Kleine Bruder, den Reh, hör auf, Mann. Noch ein Kind. Lauf, den Reh, verstecken. Und du geh weg. Warte, Kleiner. Ich will dir nichts tun. Wo bist du hin? Nun komm schon her. Wo bist du hin? Ah, meine Ohren, es tut weh. Ah. Ich hab ihn. Die Tür auf, schnell. Los, weg von hier! Hey Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Die Stadt der verlorenen Kinder oder auch Jeffrey Epsteins Pedo-Adventures, könnte man meinen. Ich meine, what the fuck? Es geht offensichtlich um Kindesentführungen und der Truck, in dem das Kind frachtiert wurde, hineingeböllert wurde, hatte einfach an der Seite eine fucking Pyramide mit einem Auge. Das kann doch kein Zufall sein, ey. Wie offensichtlich mag man das eigentlich noch machen? Hätte ich nicht gedacht, damals in den 90ern, holy shit. Ja, das Spiel kam, ach ja, Moment, bevor ich es vergesse. Wir haben heute den 22. Februar im Jahr 2022 um kurz nach 7. Dieses Spiel kam 97 raus, 2 Jahre nach dem auf dem basierenden Film, den ich nicht geschaut habe. Wir werden hier also wieder mal standardmäßig nur das Spiel beurteilen können, aber während der Suche wurde mir Netflix angezeigt, also vielleicht gibt's das ja noch aktuell dort. Würde mich nicht wundern bei der Pedo-Scheiße hier. Netflix ist ja quasi auch Teil der großen satanischen Pedo-Mafia, von daher, ja, kann man sich das da vielleicht mal anschauen. Wir werden hier mal die Soundeffekte ein wenig hochdrehen und dann gegebenenfalls nochmal anpassen, falls sie zu laut oder immer noch zu leise sind. Ja, bevor wir das Ganze anfangen, kommt hier meine Standardlektüre für die Querschnittsgelähmten unter euch.
Dies ist ein Let's Play. Was bedeutet Let's Play? In diesem Format rede ich live und spiele dazu. Fernab von diesem Format gibt es noch das Walkthrough-Format. In dem Format spielt jemand unkommentiert und spielt das Spiel durch, komplett auf 100%. Dann gibt es noch das Playthrough, das ist das Spiel unkommentiert, nicht auf 100%. Gameplay war damals ein Format, wo man einfach einen zufälligen 10-Minuten-Ausschnitt eines Spiels gegeben hat, weil man damals nur 10 Minuten hochladen konnte. Mittlerweile kann man da natürlich mehr hochladen. Dementsprechend wurde das Format durch die sogenannten Longplays ersetzt. Das sind dann große, meist mehrstündige Videos, die große Spiele dann halt in 2-3 Videos abarbeiten. Also da geht dann eine Folge einfach so 8 Stunden oder so gefühlt, je nachdem wie groß das Spiel ist. Warum erzähle ich euch das Ganze nun? Große, große Let's Player wie beispielsweise Gronkh und Keyshaw, die größten Let's Player Deutschlands, beschriften ihre Videos falsch, schreiben einfach Gameplay, Walkthrough, Playthrough rein oder gar nichts von alledem, was schlichtweg nicht in Ordnung ist. Man könnte meinen, diese Leute, die davon leben, hätten nicht mehr die Leidenschaft, die Liebe gegenüber diesem Format, sonst würden sie ihre Videos doch richtig beschriften, oder? Ich meine, wir nennen ein Fahrrad doch auch Fahrrad und nicht Auto oder U-Boot, oder? Obwohl alles natürlich Fahrzeuge sind, unterscheiden wir noch zwischen diesen einzelnen Sachen. Und so ist das, sollte das eigentlich auch bei YouTube sein, aber die Leute haben leider über die Jahre anscheinend den Respekt und den Intellekt verloren, sich um jenes zu kümmern. Daher bitte ich euch, mich bei dieser Falschinformationsjagd zu unterstützen. Falls ihr Leute seht, die das falsch machen, verweist bitte auf mich, auf diese Videos. Also ich sage das mittlerweile seit einigen Let's Plays am Anfang und fernab von dem bitte ich euch auch, die Videos nicht zu überspringen, nicht vorzuspulen. Es mag sein, dass man nicht immer perfekt spielt, aber bedenket, hier sitzt ein vernünftiger Mensch, ein vernünftiges Lebewesen vor der, in Anführungsstrichen, Cam, vor dem Controller. Ja, ich muss das Ganze ja trotzdem kommentieren, bearbeiten und hochladen und gib mir da die allergrößte Mühe. Wenn ihr das Ganze nicht macht, seid ihr, also wenn ihr meine Videos überspringt oder vorspult, seid ihr herzlose Missgeburten. Des Weiteren solltet ihr auch seid ihr hoffentlich politisch keine Missgeburten, wenn ihr denkt, dass wir einen menschengemachten Klimawandel haben, schwarzen Rassismus haben, eine Pandemie haben und das Gendering okay ist. Seid ihr kernbehindert, ihr könnt aber selbstverständlich einfach meinen Telegram-Channel abonnieren, dort kann ich euch aufklären. Hier auf YouTube versuche ich das natürlich auch, aber da muss ich mal mich ein wenig selber zensieren, weil man für den größten Scheiß hier Strikes kassieren kann. Ich habe auch aktuell noch 2 aktive Strikes, allein in den letzten 2 Jahren habe ich auch insgesamt 6 oder so gehabt, aber wie gesagt, 2 aktive. Man darf jetzt 2 aktive haben, beim dritten ist dann halt Game Over. Dementsprechend muss ich hier manche Triggerwörter vermeiden und dann einfach statt des Wortes Punkt, Punkt, Punkt sagen. Beispielsweise darf ich nicht mehr sagen, bitte trag keine Punkt, 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 ja. Und dann einfach das Wort reinsetzen und dann wisst ihr Bescheid. Ja, wir sollten jetzt alle wichtigen Sachen geklärt haben. Und hier, ach ja, auch richtig geil, 2 Sachen noch, dieses Lied im Hintergrund, ne? Ich habe über die Jahre immer so nette PlayStation 1 Soundtrack-Playlists gefunden und da war auch dieses Lied. Das fand ich sehr schön, ich wusste aber immer nicht, wozu das gehört. Und ja, das fand ich halt sehr schön herausfinden zu können, dass das halt zu jenem Spiel gehört. Und wir haben hier, es gibt einzelne Spiele, wo man die Möglichkeit hat, einzelne Dateien von seiner Memory Card löschen zu können, damit man freien Speicherplatz generieren kann. Und wir haben hier, das ist das allererste Mal, dass ich das sehe, die Möglichkeit, die Memory Card komplett zu löschen. Komplett. Ich dachte erst, das war ein Übersetzungsfehler, habe dementsprechend hier raufgeklickt und habe dann diese Meldung hier bekommen. Achtung, Achtung. Hier. Wenn Sie die Memory Card im Memory Card Steckplatz, Plätze 2 löschen, verlieren Sie alle auf ihr gesicherten Daten, wirklich alle, droht das Spiel mir hier zumindest. Dementsprechend werde ich natürlich nicht auf Ja klicken, aber das ist heftig, ne? Ja, ey, warum einzelne Dateien löschen, wenn wir einfach die komplette Memory Card wegfisten können? Habe ich auch noch nie so gesehen, ey. Ja.
Was erwarte ich mir von diesem Spiel? Es ist ja blind, wie ihr in der Titelbeschreibung sehen könnt. Die Ästhetik hat mich sehr angesprochen, weshalb ich das jetzt hier... Ich habe es zufällig im Internet gefunden, bei diesen Playlisten halt. Da gibt es ja... Ja, da habe ich einfach eingegeben, 100 PS1 Games in 10 Minutes oder so. Da hat man dann mal so ein paar Sekunden gesehen. Und ich vermute, es wirkt so wie eine Mischung aus Resident Evil und irgendeinem Adventure-Kack. Da habe ich ehrlich gesagt natürlich ein bisschen Angst vor, dass ich dann vielleicht zu dumm dafür bin, aber versuchen wir es einfach mal. Ja, und wir, die Steuerung ist auch sehr interessant. Wir können hier mit R1 sprinten, sehr, sehr ungewöhnlich, und mit X Sachen anklicken. Und ach so ist das, okay. Das war jetzt zufällig, weil man kann hier wildwichsend halt X drücken. Ich schaffe das nicht. Und dann sagt sie halt das, dass sie halt für alles zu blöd ist. Aber man sieht hier, wenn... Ich kann das nicht tun. Gegenstände in der Nähe sind ja aber... Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Okay, jetzt habe ich 4 gedrückt. Wie ist das mit Kreis? Meine Taschen sind leer. Meine Taschen sind leer, okay. Dreieck? Ja, Dreieck ist die Taste, mit der wir... Sachen klauen können. Hör zu, mach dich dünne. Ja. Oder es geht in den Keller. Ich habe hier eine Weile meine Testaufnahme gemacht und Ich kann das nicht tun. Bei der nächsten Drohung werden wir tatsächlich in den Keller gesperrt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob wir das vielleicht machen müssen. Wir können ja vielleicht nochmal mit Ihnen hier. Oh, warte. Genau. Wir haben dich gewarnt. Funktioniert nicht. Wie funktioniert nicht? Ach, ich dachte, das kann ich nehmen. Jetzt hat sie uns gewarnt hier. Und dann werde ich, wie gesagt, gleich in den Keller gestockelet. Ja, genau. Jetzt halt. Rein da mit dir und gib Frieden! Weil ich anscheinend zu lange gebraucht habe, Fragezeichen. Aber ich wollte doch alles hier erkundschaften. Dementsprechend schätze ich, dass ich da wohl auch irgendwie rauskommen werde. Hier ist nicht genug Platz. Ja, hier ist nicht genug Platz. Was haben wir da eigentlich? Select? Fragezeichen. Steuerung, Spielstand, sicher nicht. Also habe ich denn sowas... Ich kann mich da nicht runterbeugen. Nee, ich wollte eigentlich... Ich schaffe das nicht. Ja, ist okay. Hör auf jetzt hier, Borderline-Patientin. Ich will doch nur wissen, ob du ein Inventar hast. Ah, Sack mit Murmeln. Okay. Das habe ich jetzt mal anscheinend... weggelegt. Okay, das finde ich nicht in Ordnung, dass du dann immer irgendwie, wenn ich zu nah an Objekte gehe, zurückschreckst, als ob dich die Schränke und Tische jeden Augenblick anspringen könnten, Mensch. Ich will auch nur gucken, was hier abgeht, Mann. Gerade weil es, wie gesagt, wahrscheinlich ein Rätselgame ist, muss man natürlich jeden Zentimeter... Ich kann das nicht tun. ...einzeln absuchen. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Okay, ja, was auch immer. Ne? Sie ist, hat einfach vor allem und jedem Schiss. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, dies und jenes, was auch immer. Guck dich einfach um, Mensch. So, und jetzt kann ich hier... Was? Sie haben noch nicht mal die Tür verschlossen. Ja, einfach durchgehen. Das war ja sichtlich einfach. Und dann muss das Spiel wieder direkt laden, ne? Also, sehr, sehr interessant. Und, oh, da liegt ich was. Ich schaffe das nicht. Aber, ja, Dreieck. Ist halt eine sehr, sehr komische Interaktionstaste, aber von mir aus. Eine leere Flasche haben wir. Und da habe ich doch, da höre ich doch jemanden schnarchen, oder was ist eigentlich das da oben? Da haben wir immer etwas, was ständig aufleuchtet. Ich weiß nicht, was mir das sagen mag. Hier ist nicht genug Platz. Gibt ja so Spiele, die dir dann sagen, dass du sichtbar bist, dass du im Licht stehst oder so. Und jedes Mal, wenn ich stehen bleib, dann... Wobei, jetzt passiert es nicht mehr, okay. Ja, was auch immer. Alles sehr, sehr mysteriös. Im Moment, da ist der Typ, ne? Der... Ja, wie gesagt, ich will einfach mich gerne umschauen, aber ich darf halt auch nicht zu nah rangehen, sonst schreckt sie zurück. Kann ich denn mit dir reden? Flaschen. Ich mag nur volle Flaschen. Ah ja, gut. War das eine Katze oder eine Tür? Hallo Hündchen, na wie geht's? Kann ich dir die Flasche geben? Tatsächlich, wozu? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ist der Hund Alkoholiker? Aber wir haben doch geklärt, dass da nichts drin ist. Moment. Ich kann die Flasche wieder nehmen, oder? Einfach auf die Pfoten legen. Damit er nicht rauskommen kann oder so. Okay, ja. Können wir denn die... Wie war denn das? Nein, Moment.
Hast du das jetzt gewechselt? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Kannst du denn, wie habe ich denn das gemacht? Kreis? Ich kann mich da nicht runterbeugen. Kreis oder was oder wie? Ich schaffe das nicht. Ja, hör doch mal auf jetzt hier. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. R1. Nee, R1 ist sprinten. Ich okay, kann noch mich mal, da nicht runterbeugen. Noch mal ganz vorsichtig ich hier. Ich schaffe das nicht. Alle Tasten. Ich kann das nicht tun. Versuchen. Kreis anscheinend. Genau, ich wollte doch nämlich wissen, Markknochen, ob du... Ich kann das nicht tun. Wo ist denn jetzt die Flasche hier? Kannst du die... Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ja. Du nimmst jetzt diese Flasche hier auf, okay? Und dann steckst du sie ins Inventar. Perfekt, okay, jetzt habe ich's. Dann wähle mal bitte... Ich schaffe das nicht. Ich drücke immer noch die falsche Taste. Wähle mal... Wie wähle ich denn jetzt hier die Sachen aus? X, Viereck, Kreis gehe ich raus, Dreieck, so genau. Und dann würde ich das nämlich dem Hühnchen geben, der anscheinend zu doof ist, da selber hinzugehen. Hier, friss. Joa. Er wirkt jetzt erstmal, oder? Ja, ich glaube, der knabbert der jetzt so ein bisschen vielleicht... ist das ja für später wichtig. Sodass wir, Mumienflasche dann nicht später von ihm, gestört werden. Dass er, vielleicht schlägt er ja dann nicht Alarm oder so. Ja. Ne, das, man merkt jetzt schon direkt, das Spiel ist, wie gesagt, für das, was es sein will, vielleicht ein wenig, schlecht, nicht qualifiziert einfach, ja. Wenn das Spiel halt sagt, du sollst Sachen erkunden und Sachen aufheben und du versuchst das, ja, und wirst ständig daran gehindert, weil du kannst, wie gesagt, nicht... Ich schaffe das nicht. Du musst mit der Wand kuscheln, du musst Sachen anreden, aber ständig wirst du dann aufgehalten durch diese... ich kann das nicht tun. ...fucking Dialoge, die dann ewig dauern, die man nicht überspringen kann und so weiter. Da links ist ein Lichtlein angegangen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ob da vielleicht dann... gleich jemand rauskommt und Hallo sagen mag. Aber okay. Da haben wir beispielsweise auch eine Flasche. Es kann natürlich auch sein, dass das halt Verteidigungssachen sind. Dass man das denen irgendwie an den Kopf werfen kann, schlagen kann oder so. Na, genau, geht auch runter. Aber ja, Optik ist, wie gesagt, sehr, sehr schön. Schöne... gerenderte Sachen hier, gefällt mir sehr. Deswegen habe ich das ja auch, deswegen habe ich dem Ganzen eine Chance gegeben. Seht ihr, sie stolpert, stößt halt ständig immer gegen diese Wände. Das ist sehr, sehr nervig. Da konnte ich da jetzt reingehen? Sorry, das gucke ich mir. Geh doch hoch, ja. Da muss sie sich erstmal ordentlich vor der Treppe positionieren. Andernfalls kann sie doch da nicht lang. Das muss ich mir sicherheitshalber hier mal nochmal anschauen. Ob sie da... Dreieck vielleicht... Ja, du kannst die Flasche ablegen. Wunderschön. Ich kann das nicht tun. Wunderschön. Was auch immer. Wenn du mir sagen würdest, um was es hier geht. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ja, sie sagt leider immer dieselben Sachen. Ich kann das nicht tun. Okay, ja, ist okay. Dann nimm die Flasche wieder in die Hand. Und hoffe, dass das andere dich als kleinwüchsige Alkoholikerin sehen, sodass du nicht wieder gefangen genommen wirst. Was heißt wieder? Ja, es wirkte jetzt spontan so, als ob man sie bereits in Gewahrsam gehabt hätte oder hat. Auf jeden Fall lädt das Spiel wieder nach und wir werden auch mal gedanklich ein wenig nachladen. Und ja, uns unsere Gedanken zu diesem Spiel machen und hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder allesamt hier weiterspielen können. Falls ihr mich durch dieses Video gefunden habt, schaut mal in die Videobeschreibung. Dort zeige ich euch, warum ich der beste, tiefgründigste, leidenschaftlichste Let's Player Deutschlands bin. Ihr seht da, wie ich meine Videos bearbeite, wie es andere tatsächlich nicht tun. Und es gibt hier bereits...
auf diesem Kanal über 5200 Videos. Monatlich kommen 100 bis 500 Videos dazu. Das hängt davon ab, wie gut ich bin und wie viel motivatives Geld ich von euch kriege. Aktuell haben wir ja 4 Spender und kommen so auf ca. 40 Euro. Ich habe eine Patreon-Seite, auf der könnt ihr lesen, dass ich pro 2 Euro ein garantiertes Video im Monat liefere und das geht hoch bis zu 1000 Euro. Bei 1000 Euro würdet ihr von mir 500 Videos unter Garantie kriegen und wenn euch das Ganze anspricht, könnt ihr euch das ja mal anschauen und ebenfalls überlegen, ob ihr ein paar Euronen dalassen wollt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.